Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Dönherr, willkommen. Und lassen Sie uns doch erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Frau Dönherr, was müssen wir über Sie wissen? Was müssen wir über Ihr Unternehmen wissen? Gut, mein Name ist Sabrina Röhn. Ich bin bei der Firma Uvex. Ich denke, Uvex ist bekannt. Das sind Fahrradhelme, Skihelme und ganz, ganz groß oder viel größer der ganze Arbeitsschutz. Genau, von Kopf bis Fuß, also Helme, Handschuhe, Kleidung, Arbeitsschutzschuhe, alles, was da so dazugehört. Genau, ich bin dort im Personalwesen tätig, seit 2013 verantwortlich, unter anderem für die Familienpolitik im Haus. Genau, darf das schon relativ lange betreuen. Bin selbst auch Mama von zwei Kindern. Genau. Also Okay. ich habe das quasi auch noch ein bisschen die Praxiserfahrung zu dem Thema dazu. Genau, das ist die, Sie sind auch durch harte Zeiten in der Pandemie gegangen, wie so viele hier bestimmt auch. Herr Genau. Willkommer, was müssen wir über Sie wissen? Was müssen wir über Ihr Unternehmen erfahren? Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Josef Willkommer. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von TechDivision. TechDivision ist ein IT-Dienstleister. Wir haben uns auf die Digitalisierung von Vertriebsprozessen insbesondere spezialisiert. Das Unternehmen habe ich zusammen mit meinem Bruder 2006 gegründet und sind eben über die Jahre durchaus ganz dynamisch gewachsen. Wir sind jetzt mittlerweile 163 Mitarbeiter an mehreren Standorten. Genau, und die Corona-Pandemie war für uns durchaus eine interessante Zeit, weil sich dadurch in unserem Arbeitsumfeld einiges geändert hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Können wir dann später aber auch gerne nochmal im Detail darauf eingehen. Ja, genau, das war im Vorfeld des Austausches sehr spannend zu hören, Herr Willkommer, wie die Tech Division mit dieser Situation umgegangen ist. Das wird, glaube ich, auch für die Teilnehmenden interessant sein zu erfahren, wie sie das umgesetzt haben. Lassen Sie uns noch mal kurz auf Ihre Unternehmen blicken, ne? Denn Beschäftigte haben ja je nach Lebensphase unterschiedliche Vereinbarkeitsherausforderungen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wäre es interessant von Ihnen beiden zu erfahren, wie denn die Demografie quasi bei Ihnen aussieht. Sieht. Also vielleicht können Sie uns ein paar Kennzahlen nehmen, das Alter der Beschäftigten bei Ihnen, vielleicht auch die Aufteilung der Geschlechter, weil darüber, glaube ich, können auch die Teilnehmenden ein bisschen besser erfahren oder verstehen, welche Herausforderungen sie zu meistern haben, wenn es um die Vereinbarkeit geht. Wollen Sie anfangen, Herr Willkommer? Ja, kann ich gerne machen. Also wie gesagt, wir sind aktuell nur 163 Mitarbeiter. Aktuellen Frauenanteil von, ich muss nochmal kurz spicken, ja, 36%, also 59 Frauen, was für ein IT-Unternehmen schon relativ viel ist. Hat sich aber auch, muss man dazu sagen, über die letzten Jahre sehr, sehr massiv geändert. Also, wir waren am Anfang eine Tech-Bude mit quasi 100% Männeranteil, haben uns aber dann über die Jahre einfach auch breiter aufgestellt, was das Leistungsspektrum anbelangt, haben so Dinge wie Grafikdesign, Beratung mit dazu genommen und darauf hat sich halt die Frauenquote auch entsprechend erhöht. Vom Durchschnittsalter ist es so, dass wir ein bisschen was über 35 liegen, 35,2 aktuell. Also einigermaßen junges Durchschnittsalter noch, würde ich behaupten. Also wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich dahingehend noch ein bisschen reduzieren, weil wir eben heuer angefangen haben, jetzt im September auch Ausbildungsplätze anzubieten. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht. Haben jetzt vier Azubis und haben eben durchaus geplant, das Ganze zukünftig dann eben auch noch weiter voranzutreiben. Also insofern gehen wir davon aus, dass das Durchschnittsalter durchaus weiterhin auch jung bleiben wird. Das bedeutet, bei Ihnen sind viele Beschäftigte tätig, die noch in der Familienplanungsphase vielleicht sich befinden. Und das stellt natürlich auch gewisse Herausforderungen an Sie oder einen spezifischen Blick bezüglich der Vereinbarkeitsangebote. Wie würden Sie denn die Situation bei Ihnen umschreiben, Frau Dünn, bei der Uvex? Wie ist da die Altersstruktur? Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen erzählen, wie die Aufteilung Männer-Frauen bei der Uvex aussieht. Okay, erstmal grundsätzlich, Uvex ist ein ganzes Stück größer. Das heißt, wir sprechen in Deutschland aktuell von ja, knapp 2200 Mitarbeitenden. Weltweit sind wir bei ein bisschen über 3000. Wobei wir uns jetzt halt in dem Bezug Vereinbarkeit mal auf Deutschland großteils beschränken. Der Rest
ja, ist da ein bisschen abseits. Geschlechterverteilung sind wir ziemlich hälftig-hälftig. Also sind wir bei 51% männlich, 49% weiblich, also wirklich gut aufgeteilt. Was man natürlich sagen muss, Teilzeitquote gibt es natürlich bei beiden Geschlechtern bei uns, Großteil aber natürlich im weiblichen Segment. Es gibt ja auch einen Anteil von, glaube ich, 4% Männer, die in Teilzeit tätig sind. Altersdurchschnitt, muss ich gestehen, sind wir deutlich älter. Also UWEX geht eher auf Richtung Ende 40 zu, liegt aber darauf ja halt einfach an der langen Unternehmensgeschichte. Wir sind fast 100 Jahre alt und für uns ist gerade auf jeden Fall eine große Herausforderung, dass in den nächsten, ja, ich sag mal Vierteljahr bis 5 Jahre eine große Masse natürlich in den Ruhestand gehen wird, auch eine sehr große Masse an Führungskräften. Das heißt, wir werden uns sicherlich stückchenweise jetzt dann verjüngern, aber nicht durch Azubis, sondern eher, dass einfach bei uns eine große Masse in den Ruhestand gehen wird. Was damit auch verbunden ist, ist natürlich, dass wir nicht nur das Kinderthema haben, sondern natürlich auch ganz groß das Thema Pflege von Angehörigen in der Altersstruktur. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich stelle mich kurz noch mal vor, Julian Jentsch, Servicestelle Familienpark Bayern. Wir freuen uns, dass wir in dieses interessante Format auch zwei Mitglieder aus unserem bayerischen Netzwerk einbringen konnten. Und das ist vielleicht eine gute Frage. Ich kenne Sie ja so ein bisschen aus Ihren Mitgliedsanträgen oder aus den vielen Best-Practice-Beispielen, die Sie auch eingebracht haben. Frau Röhm, UWEX war ja auch Teil unserer sozusagen Best-Practice-Reihe zum Thema Pflegeberuf. Aber vielleicht stellen Sie einfach mal so ein bisschen vor, welche konkreten Maßnahmen setzen Sie um? Was ist vielleicht neu dazugekommen, auch durch Corona? Was machen Sie für Väter, Mütter im Bereich Kinderbetreuung? Okay. Also wir betreuen das Ganze ja schon relativ lange und auch schon sehr lange durch unseren geschäftsführenden Gesellschafter unterstützt. Wir sind auch immer noch ein komplettes Familienunternehmen, deswegen ist auch Gott sei Dank unserer Geschäftsführung das Thema Familie sehr wichtig. Wir haben natürlich, ich glaube, wir haben es mal statistisch ausgewertet, 190 verschiedene Arbeitszeitmodelle grundsätzlich. Homeoffice natürlich möglich durch Corona oder vor allem, also während Corona natürlich bei 100%. Mittlerweile sind wir dabei einer Betriebsvereinbarung mit 60% gelandet, die sich auch für die meisten sehr gut anfühlt, einfach so die Mischung 2 Tage Büro, 3 Tage Homeoffice. Genau. Hinzu kommt natürlich, dass wir über ein Lebensarbeitszeitkonto die Möglichkeit auch für Sabbaticals haben, beziehungsweise auch durch verschiedene andere Variationen. Also wir haben auch immer wieder Kollegen, die sich da individuelle Lösungen bilden. Sonst haben wir eine Kooperation mit einer Kinderkrippe bei uns direkt neben dem Firmengelände. Wir haben natürlich eine Ferienbetreuung. Genau, ich selbst bin betrieblicher Pflegelotse ausgebildet. Das heißt, um da einfach auch die Fachkompetenz und das Wissen zum Thema Pflege zu haben. Genau, und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Angebote. Ja, die so ein bisschen nice to have sind vielleicht. Also wir haben regelmäßig Kursangebote für unsere Beschäftigten, zum Beispiel einen Kindererste-Hilfe-Kurs, den wir regelmäßig anbieten. Oder in letzter Zeit hatten wir Kurse zum Thema Pflege-VS-Selbstfürsorge oder ja auch zum Thema Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, alles, was quasi da zu dem Thema dazugehört. Wir haben einen monatlichen Familientipp. Das heißt, einmal im Monat gibt es einen Familientipp, der quasi eine schöne Variante bietet, was man ja so als Ideenvorschlag für Eltern ansieht. Also zum Beispiel eine Bastelanleitung für selbstgemachte Wasserbomben im Sommer. Im Winter sind es dann vielleicht Plätzchenrezepte, Igelkekse, Salzteigrezepte, also einfach so ein bisschen ein Anstoß, dass man auch da ein bisschen was machen kann. Und wir haben noch einen ganz großen Renner, unsere Buß- und Betagstasche, ja, zur Beschäftigung der Kinder, wenn die Eltern arbeiten müssen. Genau, ich glaube, ich habe alles erwischt, ich hoffe.
Genau, vielleicht eine Nachfrage. Kommunikation, das heißt, Sie kommunizieren da aktiv. Spielt das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf eine Rolle bei Ihren Beschäftigtenbefragungen, bei den Mitarbeitergesprächen? Wie oft machen Sie das? Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Genau, also es ist einmal im Mitarbeitergespräch fest verankert, das Thema, wie wohl fühlst du dich denn gerade mit deiner Arbeit vs. Familientätigkeit? Das ist im Mitarbeitergespräch vereinbart, das findet bei uns einmal jährlich statt. Genau, und von der Kommunikation her, wir haben einen Newsletter einmal im Vierteljahr, in dem alle Familienangebote und Themen natürlich mit drinstehen. Wir haben einen relativ aktiven Account da auch in den ganzen Social Media, also LinkedIn, Instagram, Facebook, wo auch regelmäßig nach außen natürlich unter anderem zu dem Thema Familienpolitik kommuniziert wird. Genau, es ist natürlich auf jeder Betriebsversammlung Gesprächsthema. Also wir haben es in allen Formaten eigentlich mit drin. Herr Mayer, sollen wir kurz schon auf die Rückfragen eingehen? Es sind Frau Röhn gekommen. Genau, ich glaube, Jafron Nage, es bietet sich an, dass wir die jetzt aufnehmen und nicht nach hinten ziehen, genau. Gerne. Eine Frage war, gibt es eine betriebliche Vereinbarkeitsmanagerin oder sind Sie das? Was versteht man unter betrieblicher Vereinbarkeitsmanagerin? Vielleicht eine feste Ansprechperson zum Thema Familie und Beruf. Also ich bin verantwortlich für das ganze Thema Familienpolitik in der UVEX-Gruppe. Das heißt, alles, was dazu zu tun ist, läuft über meinen Schreibtisch. Das heißt, man kennt Sie auch. Machen Sie auch das Thema Pflege und Beruf oder ist dafür wieder jemand anderes? Nee, alles. Komplett alles. Genau. Und dann kam direkt eine Rückfrage zur Buß- und Betagstasche. Vielleicht können Sie das erklären. Von meiner Seite ist es sozusagen auch die Neuerung, durch Corona hat sich das digitalisiert. Also Frau Röhn, vielleicht erklären Sie mal ein bisschen so die Historie und was da aktuell drin ist. Genau, also in der Vergangenheit hatten wir einen Buß- und Betags-Mitbringtag. Das heißt, vor allem die Auszubildenden haben gemeinsam natürlich mit uns vom Personalteam entsprechend die Kinder im Haus betreut. Das Ganze lief bis Corona, dass man quasi seine Kinder mitgebracht hat ins Unternehmen. Die hatten dort ein Betreuungsangebot. Das hat auch inkludiert einen Besuch am Arbeitsplatz der Eltern im Normalfall, ein gemeinsames Essen in der Kantine, wo dann auch die Eltern nochmal mit eingeladen wurden, sodass das so ein bisschen die Verbindung auch war und die Kinder auch den Arbeitsplatz kennengelernt haben. Durch Corona hat sich das natürlich ein bisschen verändert. Also auch die Kinder konnten natürlich 2 Jahre lang nicht zu uns ins Haus kommen. Genau, und dadurch haben wir als kleinen Ersatz angeboten eine Bus- und Betagstasche, die letztendlich gefüllt wird mit unterschiedlichen Materialien. Da geht es von Bastelanleitungen mit entsprechendem Material über Kuchenrezepte, über Weihnachtsgeschichten, über Sportmöglichkeiten, die damit drinnen sind, die sich die Eltern dann eben abholen können, beziehungsweise die verschickt werden. Und dann können die Kinder eben den Buß- und Betrag mit diesen Angeboten zu Hause verbringen, während die Eltern dann im Homeoffice tätig sind. Genau. Okay, ja, spannend. Danke für den Einblick auch, wie sich das eben unter Pandemie-Gesichtspunkten verändert hat, diese Buß- und Betag-Tasche. Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema. Was würden Sie denn sagen, Herr Willkommer, was hat die Pandemie bei Ihnen in Vereinbarkeitsfragen und in der Art und Weise, wie Sie arbeiten, bei der Tech Division verändert? Da haben Sie ja eine interessante Journey hinter sich. Und ich glaube, das wäre auch für die Teilnehmenden spannend zu hören. Ja, also ich kann schon vorwegnehmen, es hat sich einiges geändert, zum Teil radikal. Das Thema Remote-Arbeit, Homeoffice war bei uns grundsätzlich eigentlich von Beginn an möglich. Wir haben unsere Mitarbeiter frühzeitig mit Laptops ausgestattet. Die entsprechenden Software-Tools laufen seit vielen Jahren, also lange vor Corona in der Cloud. Das Lustige war, dass sich sehr, sehr wenige Kollegen, Kolleginnen für das Thema Homeoffice vor der Pandemie interessiert haben, einschließlich meiner Wenigkeit. Das heißt, das ganze Arbeitsumfeld ist tatsächlich im Büro
passiert. Ja, die Leute sind gerne ins Büro gekommen, weil man da eben sich mit den Kollegen getroffen hat, austauschen konnte. Man hat gemeinsam Mittagspause gemacht, gekocht und so weiter und so fort. Und dann kam eben diese blöde Pandemie ums Eck. Und wir haben dann, das werde ich auch nie vergessen, Freitag, 13. März 2020, Freitag, 13. haben wir uns eben in so einer erweiterten Führungsrunde eben zusammengesetzt und haben eben kurzfristig beschlossen, dass wir eben komplett ins Homeoffice wechseln. Also Montag drauf eben alle ins Homeoffice. Wir haben das dann den Kollegen eben mitgeteilt in einem außerordentlichen Teammeeting und haben den Kollegen eben mitgegeben, dass sie alles mitnehmen können aus dem Büro, was sie brauchen, um vernünftig arbeiten zu können. Also Laptop und Bildschirm sowieso, aber eben auch so Dinge wie Tastatur, Maus, Lampe, Schreibtischstuhl, wenn es notwendig ist etc. Und sind dann eben komplett ins Homeoffice gegangen. Das hat, wie gesagt, aufgrund unserer Vorarbeiten in Anführungsstrichen recht gut funktioniert. Wir haben dann im Homeoffice sehr, sehr schnell angefangen und das war eigentlich eine super Entscheidung, regelmäßig einen sogenannten Health-Check zu machen. Das war anfangs eben in einem Turnus von einer Woche eine kurze Umfrage, die wir an die Kollegen rausgeschickt haben, wo wir einfach so bestimmte Parameter abgeprüft haben. Wie geht es den Kollegen denn insgesamt in der Homeoffice-Situation? Wie fühlen sie sich von uns als Unternehmen supported, eben auch gerade was so Themen Vereinbarkeit, Familie und Arbeit anbelangt. Ich meine, die meisten von uns haben Kinder, ich eben auch. Dann war das Thema Homeschooling, dadurch hat sich natürlich mitunter eben die Arbeitszeit auch radikal verändert, weil man vormittags halt auf die Kinder so ein Stück weit auch achten musste. Und durch diesen Health-Check haben wir da eben sehr, sehr wichtige Impulse bekommen von unserem Team und konnten da eben auch so ein bisschen steuernd eingreifen. Wir haben dann auch sehr, sehr früh so eine erste Umfrage gemacht, wie sich die Kollegen das denn vorstellen, wenn Corona denn mal vorbei ist. Und damals sind wir alle davon ausgegangen, naja, das wird halt ein paar Wochen dauern und dann ist es wieder Business as usual. Und da war eben so das Ergebnis, über 80% haben eben gesagt, sie würden sich nach Corona eine hybride Arbeitswelt wünschen mit einer Aufteilung 4-1, 3-2 zugunsten Büro. Also überwiegend Büro, aber mit ein, zwei Tagen Homeoffice. Ja. Dieselbe Umfrage haben wir dann heuer im Frühjahr, Sommer nochmal gemacht und siehe da, das Ganze hat sich um 180 Grad gedreht. Es ist immer noch hybrid, allerdings eben mit einem größeren Teil oder mit einem Schwerpunkt eben im Bereich Homeoffice, also eher 3 bis 4 Tage Homeoffice und der Rest im Büro. Und das haben wir auch zum Anlass genommen, dass wir eben gesagt haben, wir machen es eben nicht wie manches US-Unternehmen oder auch andere Unternehmen, dass wir da eine klare Vorgabe geben. Die Leute müssen 3 Tage, 4 Tage, whatever, ins Büro, sondern wir haben sehr, sehr früh und sehr, sehr klar an unsere Kollegen weitergegeben, sie entscheiden, wann sie primär arbeiten und wo sie arbeiten. Ja, das wird dann, wir sind in Teams organisiert, das wird dann auf Teamebene im Zweifelsfall nochmal abgestimmt, aber wir machen definitiv keine Vorgaben. Und was wir eben auch gemacht haben, und das wird mittlerweile durchaus immer häufiger auch angenommen, gerade in der Urlaubszeit, wir haben eben auch Vacation-Angebote quasi gestartet. Das heißt, durch das, dass wir eben entsprechend aufgestellt sind mit Laptops, mit Cloud-Software, wir haben da auch im Bereich Security einfach nochmal so ein bisschen was draufgepackt, weil wenn ich halt quasi remote arbeite und mich da auf Systeme halt einwähle, dann ist das Thema Security, Cyber-Security natürlich ein Riesenthema. Wir haben 2-Faktor-Authentifizierung beispielsweise für all unsere Tools eingeführt, um da halt einfach den Kollegen und uns natürlich auch eine gewisse Sicherheit zu bieten. Und das wurde gerade jetzt im letzten Sommer mitunter schon sehr intensiv auch genutzt. Gerade, also wir hatten Kollegen, die sind beispielsweise im ganzen September in Italien gewesen. Die haben quasi die erste Septemberwoche haben sie sich Urlaub genommen.
es war ein Pärchen in dem Falle, sind quasi von uns aus, also von Rosenheim aus, nach, in mehreren Etappen nach Sizilien gefahren, haben sich dort dann quasi ein Airbnb genommen, haben quasi Woche 2 und 3 in Sizilien gearbeitet, ganz normal, und sind dann quasi in der Woche 4 hatten sie wieder Urlaub und sind dann in mehreren Etappen wieder zurückgefahren. Ja. Hat super funktioniert, hat quasi so eine Kombination aus Erholung und Arbeit eben auch gebracht, und solche Dinge werden wir eben auch versuchen, zukünftig einfach weiter zu forcieren und die Kollegen eben auch durchaus zu motivieren, sowas mal auszuprobieren. Das ist spannend, dass Sie hier in Ihren Beschäftigten eine sehr starke, also eine Selbstbestimmtheit über Arbeitsort und Arbeitszeit anbieten. Herr Juncker, eine Rückfrage an Sie zu diesem Komplex. Also kennen Sie das aus Ihren Gesprächen mit Unternehmen aus den Studien, dass tatsächlich in den letzten Monaten, auch gegen Ende hin der Pandemie, weiterhin so ein großer Wunsch der Beschäftigten nach Homeoffice bzw. nach einem hybriden Arbeitsmodell mit einem Schwerpunkt auf das Homeoffice besteht, bei den Unternehmen, wo das natürlich möglich ist. Ne? Da werden wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Angebote man machen kann für Beschäftigte, die eben kein Homeoffice nutzen können. Also das ist dazu belastbare Daten gibt, ist nicht der Fall. Was tatsächlich Herr Willkommer ja auch beschrieben hat, ist genau richtig, dass man hier als Unternehmen mit den Beschäftigten in den Dialog geht und fragt, wie sieht es eigentlich ganz gut aus oder wie könnte es laufen? Wobei ich auch immer davor warne, zu sagen, wir gehen jetzt 100% auf Homeoffice. Einfach weil Dinge auch verloren gehen, wenn man eben nicht im Home oder wenn man nicht im Betrieb ist. Und auch, weil es unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedliche Routinen haben und unterschiedlich gut oder nicht gut arbeiten können. Und gerade das Homeoffice ist auch so für eher introvertierte Personen oftmals schwierig, sich im Unternehmen auch zu präsentieren, zu zeigen. Die tauchen dann ab, sind natürlich irgendwie erreichbar, machen ihre Arbeit. Ich finde das mit ihrem Health-Check, Herr Willkommer, ganz wunderbar, weil man eben da die Leute auch abholt. Aber dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo 100% Homeoffice in ganz Deutschland umgesetzt wird, ist nicht der Fall. Ich sehe es tatsächlich so, dass wir drei unterschiedliche Unternehmenstypen haben. Die einen, die sagen, wir machen hier eine feste Regelung. Andere, die das dann den Beschäftigten relativ weit ermöglichen, und welche, die sich immer noch dagegen sperren. Aber die sich dagegen sperren, es werden immer weniger. Alleine wenn sie jetzt auch Bewerbungsgespräche führen, ist es selbstverständlich, dass die Bewerberinnen und Bewerber heute schon mit der zweiten oder dritten Frage in den Raum stellen, wie sieht es eigentlich mit Homeoffice aus? Und wenn sie sagen, naja, sie haben jetzt erstmal 6 Monate Probezeit und Homeoffice können sie dann danach mal 2 Tage die Woche machen, dann sind die Leute auch, dann gehen die zum nächsten. Ja, danke für die Einschätzung. Herr Mayer, das ist ein guter Aspekt, wo Herr Willkommer vielleicht ergänzen kann, dieses Thema Remote-Arbeiten, eine Bindung zum Unternehmen herzustellen. Sie haben ja jetzt das auch genutzt, um so ein bisschen Ihren Rekrutierungsradius zu erweitern. Vielleicht könnten Sie das kurz mal erklären. Und auch, wie schaffen Sie dann diese Bindung noch im Betrieb? Ja, es ist ein super spannendes Thema und es ist aus meiner Sicht auch mit die größte Herausforderung generell in dieser ganzen neuen Arbeitswelt und Hybrid-Situation. Also nicht die Technik, das funktioniert alles, ja, das hat man sehr, sehr schnell auch gesehen und auch bei konservativen Unternehmen war es plötzlich möglich, remote zu arbeiten, was vor der Pandemie definitiv undenkbar war. Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht, und die tägliche Praxis zeigt es auch, dass wir eben so ein bisschen diesen Spirit, die Unternehmenskultur, dass man das einfach vermittelt bekommt, ja, wenn die Leute eben auf Deutschland verteilt sind. Bei uns ist es so, vor der Pandemie war es so, dass wir eben nahezu keine Remote-Mitarbeiter hatten. Also die Leute, die kamen eben aus unserer Region, ja, aus dem südbayerischen Raum, sage ich jetzt einfach mal, sind täglich nahezu täglich ins Büro gefahren. Dann kam die Corona-Situation und das Lustige war, wir hatten vor Corona durchaus auch mit unseren Teams immer mal wieder gesprochen, weil gerade im IT-Umfeld ist Fachkräftemangel halt schon seit vielen Jahren ein Riesenthema. Und
wir halt auch händeringend versuchen, eben Leute zu finden. Und wenn ich mich halt räumlich eingrenze, dann wird halt quasi das Potenzial an möglichen Arbeitskräften noch mal weniger. Da war aber von Teamseite eigentlich immer die klare Ansage, nee, wir wollen keine Remote-Kollegen, weil da einfach der Funke nicht überspringt, weil wir eben so diese Kaffeemaschinengespräche in der Früh nicht haben, das gemeinsame Mittagessen und so weiter und so fort. Dann waren wir eben alle im Homeoffice und dann haben wir natürlich auch nochmal diese Frage gestellt ans Team und dann kam, naja, also wenn wir jetzt schon alle im Homeoffice sind und wir wissen nicht wie lange, dann wäre es durchaus auch denkbar, dass wir mal versuchen, den einen oder anderen Remote-Kollegen aus Norddeutschland beispielsweise oder aus dem Osten einzustellen. Das haben wir dann auch gemacht und siehe da, es funktioniert durchaus, weil unsere Leute halt auch noch, nur noch ein, zwei Tage im Büro sind. Wir sind im Büro so ausgestattet von der Technik her und von der Infrastruktur, dass wir eben verschiedenste Besprechungsmöglichkeiten, Stand-up-Räume haben, wo wir eben auch entsprechende Technik haben, sodass wir das Ganze hybrid machen können. Das heißt, wenn ein Teil des Teams vor Ort ist, dann gehen die beispielsweise in der Früh einfach in einen Stand-up-Raum, da ist eben Kamera, Mikro und Lautsprecher drin und holen eben die Kollegen aus dem Homeoffice oder aus dem Remote-Bereich quasi mit dazu. Und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut, was aber, wie gesagt, die größte Herausforderung für uns ist, dass wir eben neue Mitarbeiter, dass wir denen so ein bisschen den Tech-Division-Stallgeruch mitgeben. Und das funktioniert halt remote einfach nicht wirklich. Wir haben da verschiedenste Dinge schon ausprobiert, aber so wirklich funktionieren tut das wirklich auch nur im persönlichen Kontakt. Und ich persönlich meine, ich bin ein Digitalmensch, nicht nur berufswegen, sondern ganz allgemein, aber ich finde es tatsächlich auch gut, dass es so ist, dass es auch zukünftig, und es wird auch aus meiner Sicht nie weggehen, diese soziale Komponente, dieser persönliche Austausch einfach enorm wichtig bleiben wird. Den auch nie durch welche technologischen Tools auch immer komplett ersetzen können. Wunderbar. Liebe Zeit, entschuldigen für die Unterbrechung, Herr Willkommen, aber die Zeit verfliegt, wie das eigentlich immer so ist in diesen Formaten. Ich denke mir, okay, wir haben gerade erst angefangen, uns hier auszutauschen. Liebe Teilnehmer, auch vielen Dank für Ihre Fragen. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich hier nicht nochmal gezielt nachfrage, denn wir haben tatsächlich noch 5 Minuten und zu einer guten Vereinbarkeit gehört auch eine rigorose Zeitpolitik, wenn man so möchte. Ich möchte gerne um 20:30 mit Ihnen hier Schluss machen. Deswegen erstmal in dieser Runde meine letzte Frage an Sie beide. Frau Röhn, Herr Willkommer, Herr Jung hat ja in seinem Impuls 2 Zukunftsthemen, die eigentlich auch schon Gegenwartsthemen sind, nochmal stark gemacht, nämlich zum einen die Pflege. Und da haben Sie ja schon ein bisschen berichtet, Frau Röhn, wie Sie dieses Thema angehen, aber zum anderen auch die neuen Bedürfnisse und Erwartungen von Vätern, wenn es darum geht, eine Vereinbarkeit zu realisieren. Sprechen Sie gezielt Väter an und machen Sie gezielte Angebote für Väter in Ihren Organisationen und wo sehen Sie da die Route hingehen? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Röhn, und mit der Bitte, sich relativ kurz zu halten. Also wir sprechen jetzt schon aktiv Väter an. Die haben letztendlich die gleichen Möglichkeiten wie alle Mütter. Die werden auch sehr gut genutzt. Also wir haben auch viele Väter in Teilzeit oder zumindest mal in Teilzeit für 1-2 Jahre, auch in Führungspositionen. Von daher ist das ja für uns jetzt nicht unbedingt ein Zukunftsthema, sondern eigentlich schon ein relativ aktuelles Thema. Und Pflege wird bei uns auch schon regelmäßig behandelt. Genau, das hatten wir ja schon berichtet. Wie sehen Sie die Situation, Herr Willkommen? Sie hatten ja zu Beginn gesagt, dass Sie noch eine recht junge Belegschaft haben, wo viele vielleicht noch gar nicht Eltern sind, noch keine Papas, aber das bestimmt bald passieren wird. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Also bei uns ist es tatsächlich so, wie Sie schon richtig gesagt haben, dass das Thema so langsam ins Rollen kommt mit Nachwuchs, Familienplanung und so weiter. Gerade die letzten 2,5 Jahre hat sich quasi die Tech Division Familie da durchaus schon entsprechend weiterentwickelt. Und bei uns ist es im Prinzip genauso, wie es die Frau Röhn auch schon gesagt hat. Also wir gehen da
sehr proaktiv damit um, sprechen eben mit werdenden Vätern, was für Möglichkeiten es gibt und versuchen da halt einfach auch als Arbeitgeber größtmögliche Flexibilität bereitzustellen, sei es, dass man eben Arbeitszeit erstmal ein Stück weit reduziert, eben auch für Führungskräfte, oder dass man sich eben andere flexiblere Modelle eben sucht. Da sind wir grundsätzlich auch sehr, sehr offen, was das anbelangt, weil es uns einfach wichtig ist, dass die Kollegis eben zum einen eben auch Zeit mit ihren Families eben verbringen können, gerade wenn die Kinder noch klein sind, da eben auch einen entsprechenden Ausgleich haben und dann auch bei uns als Arbeitgeber eben bleiben, weil es ist heute auch schon angesprochen worden, das ist ja auch nichts Neues. Es ist ein Arbeitnehmermarkt tatsächlich. Ja. Die Leute können sich's aussuchen, meist sogar an mehreren Händen. Insofern muss ich als Arbeitgeber, zumindest ist es unsere Philosophie, da einfach auch größtmögliche Flexibilität und Support für die Kollegen einfach anbieten. Okay. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aufruf auch an alle Teilnehmenden hier zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Willkommer. Vielen Dank, Frau Röhn. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein spannender Austausch. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, in Zukunft auch nochmal hier in einem anderen Format nochmal diese Themen zu vertiefen. Danke dafür.